Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play L.A. Noir. Im letzten Part haben wir mal kurz das Anwesen von Monroe ein bisschen gestürmt, würde ich jetzt mal sagen, und haben ihn auch ein bisschen herzlich empfangen. Also eigentlich wollte er uns ja herzlich empfangen, aber wir haben ihn ein bisschen freundlicher begrüßt. Mit einem wunderbaren Schuss ins Bein. Leider nicht in sein drittes Bein, aber naja, man kann nicht alles haben. Ich würde mal sagen, wir werden jetzt gleich hier den nächsten Fall beginnen, weil ich kann es mir jetzt gerade nicht nehmen lassen. Ich bin jetzt gerade echt gespannt, wie das hier so weitergeht. Und außerdem habe ich wirklich das Gefühl, dass das Spiel wirklich dem Ende zugeht. Aber gut, das hatte ich auch schon mehrmals, dieses Gefühl. Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to give up. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. Oh! I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. It's an unfortunate, grisly. Oh, okay. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven. Next line. Was zum Teufel? Lass mich raten, das ist der Brandstifter oder was? Ich hänge hier gerade. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich sollte vielleicht mal runtergehen. So, Beine mal kurz bewegt, jetzt stehe ich nicht mehr auf dem Schlauch. Problematik, jetzt stehe ich auf einem anderen Schlauch und ich komme immer noch nicht mit. Eine andere Art von Krieg. It's gotta be one of these places. Arsonist is a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. Okay. Okay, ja. Okay, wir haben ein paar neue Ziele. Also erst Kammerjäger.
Dann schauen wir doch. Rapid Kammerjäger, Nuclear Nagetierabwehr, Westlake Ungeziver. Das klingt doch eigentlich schon noch dem Kammerjäger. Nehmen wir doch das gleich. Dann fahren wir doch da mal hin. Das klingt für mich jetzt wenigstens am logischsten. So, ich habe hier Gott sei Dank hier vorgesorgt. Ich habe mir gleich einen wunderbaren Orangensaft hergestellt. Gleich einen ganzen Liter. Lecker, lecker, lecker. Ich liebe Orangensaft, Leute. Ihr müsst mehr Orangensaft trinken. Orangensaft ist toll. Wollte ich mal so gesagt haben. Leider einer ohne Fruchtfleisch. Es ist jetzt nur dieses hohe C. Aber Mais war halt gerade im Angebot. Wenn es schön günstig ist, dann kann man sich sowas auch mal kaufen. Wobei ich nicht so groß, nicht gerade der Fan vom hohen C bin, muss ich sagen. Weil frisch gepresst schmeckt er mir immer noch am besten. Wenn ich mir selber presse. Aber Geschmackssache. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. Aha. Kreuzzug gegen Korruption. Peterson verspricht im LEPD aufzuräumen. Ja, das ist gut. Da muss auch aufgeräumt werden. Und zwar dringend. What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Since when does a bagman work a case? I knew this creep wasn't on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. There's a time to talk and a time to shut up. Now is the time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off! You finally lost it, partner. I have a pretty good idea why Sheldon's dead. And I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'm looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going around. Thanks, Herschel. Ah, verdammt doch mal! Ich will es nicht doch mal anschauen! Oh Mann. Ja, 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 das LPD, das ist schon ein bisschen. Ja. Ein gewisser korrupter Bulle. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Okay, hier gibt es anscheinend nichts mehr. Also ist das hier der falsche Ort, oder was? Na, dann würde ich jetzt mal sagen, dann mal, ja. Zu dem hier. Auch wenn der nicht Kammerjäger in seinem Namen hat und deswegen nicht so cool ist. Ungudi. Mein hohes C ist schon fast leer. Ja, ich habe jetzt gerade in dieser kurzen Zeit einen halben Liter hohes C getrunken. Das muss man kurz nachschenken. Ja, nachschenken, Leute. Nur Penner trinken aus der Flasche. Also ich zum Beispiel, aber dieses Mal eher aus dem Gläschen. Ja, man muss ja auch ein bisschen hier auf die Manieren achten, nicht wahr? So. Okay.
Dann würde ich mal sagen, rein da. Welcome to Nuclear. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have only three people work here. Me and two Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Okay, das ist also auch der Falsche. Aber wenigstens bei ihm warst du mal freundlich, du Trottel, du. Halt, aber vorher. Vorher, wo es mir einfällt. Ich möchte da gerne nochmal rein. Ah, das habe ich mir gedacht. Ich will mich nämlich vorher noch ein bisschen umschauen. Außerdem kann es ja sein, dass ich eine Zeitung finde oder sowas. Oh, die Teile, die sind cool. Die Teile sind richtig cool. Ich mag die. Allerdings muss ich dazu sagen, ich kenne die nur aus Filmen oder so. Dazu habe ich mal eine Frage. Kennt jemand die Teile? Gibt es die überhaupt? Hat jemand die schon mal benutzt irgendwie? Ich weiß nicht, ich finde die Teile irgendwie cool. Ich habe selber noch nie mit denen gearbeitet. Ich habe auch noch nie irgendwie Probleme mit Ungeziefen oder sowas gehabt. Aber nur mal so zur... Ja, es würde mich einfach mal interessieren. Hat damit jetzt schon mal jemand gearbeitet? Kennt die irgendjemand dort? Irgendjemand so? Es würde mich einfach mal interessieren. Weil, wie gesagt, ich finde die Teile irgendwie stylisch. KTI Los Angeles. So, ich hoffe, ich muss jetzt nicht mehr so viel Auto fahren, weil sonst habe ich bald kein hohes C mehr. Westlake Ungezieferbeseitigung. Es kann eigentlich nur noch hier sein. Ich habe nur die drei gehabt. Es sei denn, ich finde danach noch mehr. Oder? Orte? Ja, es ist das letzte. Also muss der hier arbeiten. Der muss hier arbeiten. I work for the DA. I'm looking for a big cowboy who does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Das war deine Adresse. Wow. Naja. Du wirst schon wissen, wie du da hinkommst. Hoffe ich wenigstens. Ich weiß es nämlich nicht. Okay, die Praxis. Cole, you made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink. Dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Tja, ja, sind eben nicht alle so korrupt, auch wenn die anderen einfach nur ein bisschen faul sind und ein bisschen krass drauf sind, wie zum Beispiel unser guter alter Rusty. Er ist nicht wirklich korrupt, er ist einfach nur krass. Danke, Rusty. Good doctor has been marking this map. Na, was hast du mir da, was hast du da Schönes aufgezeichnet? Sieht doch fast aus wie eine Karte. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das sieht aus wie eine Karte. Edward Grove, McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? Hmm.
Aha. New houses, all being built in the path of the freeway? Aha. Und da sieht man wohl, welche Häuser weg müssen, oder was? Ja, halt, ich sehe da eine Zeitung. Das Gesicht des Fortschritts, Bürgermeister über Baulöwe Leland Monroe. Charge for lunch. Fuck them. Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? Certainly are a cold character, Harlan. He has a friend. Kelso knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruit gang. No longer necessary. I'll take care of you. Und das hast du ganz toll gemacht. Eine Zeitung fehlt noch, okay. So, jetzt schauen wir uns mal die Leiche kurz an. IH. Funktionieren tut's. Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. Okay. Aber wenigstens lag ich mit meiner Vermutung von Anfang an richtig, dass dieser Dr. Fontaine Dreck am Stecken hat. Das war ja meine Vermutung von Anfang an, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Naja, immerhin hatte ich da wenigstens recht. So, aber eine schöne Klinik hatte ich hier, ganz ehrlich. Der hat eine schöne Praxis. Sehr schön sogar. Oder ein schönes Haus, je nachdem, wie man es nennen will. Wo wir übrigens wieder beim Thema wären, die haben ja alle ein eigenes Haus. Na. Oh. Hi. Euch habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. So. Na, jetzt erstmal hier umschauen. Mir fehlt immer noch eine Zeitung. Ich finde die Zeitungen eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich fand die immer ganz interessant. Ich hoffe mal, ich habe da jetzt nicht irgendwie eine übersehen oder so. Tschüss.
Tja. Ah, da war was. Hier war doch was. Es hat doch gerade so düpp, düpp, düpp gemacht. Ein Vibri... Da! Ah, die Mordwaffe. So much for your foresight, Doctor. Was haben wir denn da Schönes? Unten finden Sie eine Liste der Grundstücke, die Sie angefordert hatten. Meine Bekannte hat jedes davon besucht und gründlich begutachtet. Seinem Bericht zufolge muss ich davon ausgehen, dass die Familienbewohner bei ihren Umsiedlungen keine Unterstützung mehr benötigen. Beste Grüße, Dr. Harlan J. Fonden. Und... Okay. So, so. Ah, wen haben wir denn da? Hallo, Morelli! Okay. Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. And the doctor lost control. Harlan, das war nicht unsere Abmachung. Ihr Bekannter geht zu weit. Kommen Sie ihn unter Kontrolle oder wir müssen Maßnahmen erleiden. Harlan war, genau. Also war das, ist das der, dieser Sawyer, der... Belastung? Sprechen Sie mit Curtis. So, so. Da wurde dann wohl das Monster, das er selbst erschaffen hat, zur, ja, Belastung für sich selbst. So ein Monster für sich selbst, sage ich jetzt einmal, und hat ihn im Endeffekt selbst umgebracht. Ah, da lag was. Okay. Da gibt es anscheinend noch was. Fontaine was having houses burned for Monroe. Jack was wrong. It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing. Firewood, all of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we going to prove any of this, Cole? Doctor's dead. Monroe nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Oki cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Okay. Heidewitzka, Heidewitzka. Action pur hier gerade. Ranch Barack heute. 7 Uhr abends. Mal schauen, lebt er dort? Unser Psychopath. Das erfahren wir im nächsten Part. Ja, das Spiel, man merkt es gerade, es geht wirklich dem Ende zu. Und zwar einem fulminanten Ende. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt alles noch so weitergeht. Dadurch, dass die ganzen korrupten Bullen dann weg sind, interessiert es mich jetzt auch mal, was mit diesem einen Massenmörder passiert. Den habe ich nicht vergessen. Mit dem einen Massenmörder, der mir die ganzen Rätsel und so gestellt hatte. Der ist ja davon gekommen, weil er zufälligerweise der Bruder oder Cousin oder weiß Gott irgendwas war. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man den dann auch noch irgendwie kriegt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt hier alles noch so weitergeht. Also gut, Leute.
das war dann mein Let's Play L.A. Noir für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.